Moin Moin und herzlich willkommen zum Vergleich des Google Pixel 4 XL hier links mit seinem Vorgänger, dem Google Pixel 3 XL. Das 4 XL ist ein bisschen neuer, Oktober 2019 kam es auf den Markt, das Pixel 3 XL ein Jahr vorher. Beide Smartphones haben etwa 900 Euro UVP gekostet mit 64 GB internen Speicher. Mittlerweile ist das Pixel 3 XL natürlich wesentlich günstiger zu bekommen, so etwa 500 Euro müsst ihr investieren. Und ja, in diesem Video werde ich mal schauen, wo die Unterschiede zwischen diesen beiden Smartphones liegen, ob es sich lohnt, das teurere, neuere Modell zu nehmen. Ich hoffe, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Vergleich und schon geht es los. Ja, wir vergleichen wie immer in 5 Kategorien. Es gibt pro Kategorie maximal 5 Punkte und wir starten mit der Kategorie 1 Gehäuse und Verarbeitung. Dazu seht ihr hier beide Smartphones auf unserem Drehtisch. Beide sehr gut verarbeitet, muss ich sagen. Sind auch ähnlich groß und ähnlich schwer. Da gibt es kaum Unterschiede. Knapp 200 Gramm wiegen die beiden. Beide Smartphones haben einen Wasser- und Staubschutz. Das ist sehr gut nach IP68. Könnt ihr also gerne mal untertauchen, da passiert nichts. Und ja, ich finde, die Verarbeitung ist wirklich sehr gelungen. Das Google Pixel 4 XL hier in dieser weißen Variante wirkt hinten so ein bisschen keramikmäßig, finde ich noch ein bisschen edler. Aber trotzdem, eigentlich beide Smartphones vergleichbar auf einem sehr hohen Niveau. Insofern kriegen beide in dieser Kategorie 4,5 von 5 möglichen Punkten. Ja, damit kommen wir zur zweiten Kategorie, nämlich dem Thema Display. Dazu schauen wir uns mal beide Bildschirme in aller Ruhe an. Hier links wieder das Google Pixel 4 XL, rechts das Pixel 3 XL. Beide Smartphones haben eine Bildschirmdiagonale von 6,3 Zoll. Und es ist bei beiden Smartphones hier eine sogenannte OLED-Technik verbaut. Und ja, das Pixel 3 XL hatte damals noch so ein bisschen Kritik einstecken müssen, weil es bei der Blickwinkelstabilität nicht so ganz so gut war. Es entwickelte da so einen leichten Blausticht, wenn man das geneigt hat. Das war beim Pixel 4 XL dann nicht mehr zu beobachten. Beide Smartphones lösen etwa gleich auf, so 3000x1440 Pixel. Pixeldichte auch ungefähr gleich, 530 ppi etwa. Die Helligkeit ist bei beiden Smartphones, ja, okay, aber nicht so richtig doll. 450 Candela haben wir hier gemessen. Das können andere Smartphones ein bisschen besser. Trotzdem gute Displays bei beiden Smartphones hier. Deshalb kriegen beide von mir 4 von 5 möglichen Punkten beim Thema Bildschirm. Damit sind wir bei der dritten Kategorie, nämlich das Thema Ausstattung und Performance. Wir schauen uns mal die Geschwindigkeit zunächst an und ja, vergleichen mal die AnTuTu-Benchmark-Werte hier links. 406.000 Punkte für das Pixel 4 XL, 265.000 Punkte für das Pixel 3 XL. Ja, beim Pixel 4 ist halt der neue Qualcomm Snapdragon 855 verbaut. Beim Pixel 3 XL war das noch der Vorgänger, der 845er. Insofern ist das Pixel 4 tatsächlich ein bisschen schneller. Allerdings muss man sagen, in der Praxis merkt man das kaum, weil auch schon der 845er wirklich ziemlich schnell war. Auch die sonstige technische Ausstattung ist sehr ähnlich. Beide haben schnelles WLAN, beide haben Stereo-Lautsprecher, sehr angenehm. Und Bluetooth 5 ist bei beiden auch verbaut. Es gibt auch einen NFC-Chip und USB Type-C natürlich auch. Auch in der Geschwindigkeit, Mobilfunk, also LTE, Down- und Upload sind beide gleich schnell, nämlich sehr schnell, 1200 Megabit pro Sekunde im Download könnte ich erreichen. Insofern also wirklich sehr gut ausgestattete Handys sind halt High-End-Smartphones, da gehört das ja auch dazu. Trotzdem habe ich mich entschieden, hier dem Pixel 4 XL einen halben Punkt mehr zu geben, weil es eben den aktuelleren und etwas schnelleren Prozessor bietet. Insofern 4,5 Punkte für das Pixel 4 XL und 4 Punkte für das Pixel 3 XL in dieser Kategorie. Ja, damit kommen wir zur Kategorie 4 Akku und Speicher. Wir schauen uns zunächst mal den Akku an. Das Pixel 4 hat einen Akku mit einer Kapazität von 3700 mAh, das Pixel 3 XL 3430. Das ist für High-End-Smartphones nicht so sonderlich dolle. Insofern sind auch die Akkulaufzeiten mit etwa 550 Minuten bei beiden Smartphones eher so 1B. Beide sind zum Glück schnell ladbar, sind auch Schnellladbar-Adapter dabei und beide sind auch induktiv ladbar. Im Hintergrund rechts seht ihr auch diesen Pixel-Stand, diese induktive Ladestation. Das ist also ganz angenehm. Ja, was den Speicher angeht, beide 64 GB interner Speicher. Ihr könnt ihn leider nicht per MicroSD-Karte erweitern, das ist doof. Dual-SIM geht zwar, aber leider keine Speichererweiterung. Der interne Arbeitsspeicher liegt übrigens beim Pixel 4 bei 6 GB, beim Pixel 3 XL bei 4 GB. Und ja, insgesamt bekommen beide Smartphones in dieser Kategorie
3 von 5 möglichen Punkten. Das ist also nicht ganz so doll wie andere High-End-Smartphones. Ja, damit sind wir bei der letzten Kategorie 5 angelangt, Foto und Video. Wir schauen uns mal die Hauptkameras an. Links wieder das 4XLer, hier mit 2 Linsen, gut zu erkennen. Das Pixel 3XL hat nur ein Objektiv und auch nur eine Brennweite. Das Pixel 4XL hat eine Standardbrennweite und ein Tele. Das ist natürlich schon mal ein großer Vorteil und hat auch die etwas bessere Blende bei der Hauptkamera f1.7 zu f1.8. Und auch wenn das auf dem Papier jetzt wenig wirkt, man merkt es tatsächlich, das Pixel 4 gerade bei Lowlight kriegt ein bisschen bessere Aufnahmen hin. Die Auflösung ist auch ein bisschen höher, 16 Megapixel haben wir hier beim Pixel 4XL und 12 Megapixel beim Pixel 3XL. Ja, insofern schaut euch mal hier diese Beispielfotos an. Ich nenne nochmal die Auflösung der Selfie-Cam, die liegt bei beiden hier bei 8 Megapixel. Ich glaube, da hat sich auch gar nichts verändert. Beide Smartphones machen extrem gute Fotos, muss ich sagen. Und das sage nicht nur ich, das sagen auch viele andere Tester, unter anderem auch DxOMark. Diese Kameraexperten haben beiden Smartphones hier wirklich Höchstwerte gegeben. Und ja, das kann ich nur bestätigen. Die Farben sind natürlich aber trotzdem schön satt, schön ausgewogen, hoher Dynamikumfang. Der Autofokus sitzt eigentlich immer, muss man sagen, bei beiden Smartphones. Und ja, bei schlechten Lichtverhältnissen hier zum Beispiel links im Schuppen, da war es wirklich ziemlich dunkel, gelingen gute Aufnahmen. Beide Smartphones haben auch einen Nachtmodus. Der hat mir beim Pixel 4XL insgesamt ein bisschen besser gefallen, aber auch schon beim Pixel 3XL war das ganz gut. Und jetzt folgen noch 2, 3 Selfie-Aufnahmen, wenn ihr mal vom Motiv abseht, wirklich auch hier eine Bombenqualität. Und ein Beispiel-Video möchte ich euch auch noch zeigen auf die Schnelle. Beide Smartphones können 4K-Videos drehen, wobei diese Beispiel-Videos hier in Full HD mit 60 Bildern aufgenommen worden sind. Auch hier, finde ich, sieht man sehr ausgewogene Farben, schön scharf das Ganze, und auch die internen Bildstabilisatoren machen hier einen sehr guten Job. Insofern kann man tatsächlich mit beiden Smartphones sehr, sehr gute Videos drehen. Also beide Handys insgesamt wirklich mit einer tollen Kamera-Performance. Das Pixel 4XL hat aber eine Brennweite mehr mit diesem Tele. Insofern habe ich mich hier entschieden, 4,5 Punkte für das Google Pixel 4XL zu geben, hier links, und 4 Punkte für das Google Pixel 3XL. So, dann zählen wir mal zusammen. Insgesamt erhält das Google Pixel 4XL in diesem Vergleich 20,5 Punkte und das Google Pixel 3XL 19,5 Punkte, also nur ein Punkt mehr für das Google Pixel 4XL. Das ist übrigens typisch bei diesen Vergleichen von neueren zu älteren Modellen. So groß sind die Unterschiede gar nicht. Ich würde mal sagen, hier bei diesem Vergleich der Google Pixel XL Geräte kommt es eigentlich darauf an, ob ihr einen Tele haben möchtet bei der Kamera oder nicht. Wenn ihr darauf verzichten könnt, würde ich zum Google Pixel 3XL greifen, weil es eben doch sehr viel günstiger ist. 500 Euro etwa. Letzte Woche hat es übrigens mal eine kurze Zeit lang so 480 Euro gekostet. Das Google Pixel 4XL kostet online derzeit 745 Euro, also deutlich teurer. Überlegt euch bitte auf, welche Speicherausstattung ihr hier nehmt. Vielleicht greift ihr lieber zum 128 GB Modell, weil es ja kein MicroSD-Slot gibt. Das war es mit diesem Vergleich. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Grüße euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Tschüss.